Alexander Petzl hier für Gone in Pound TV. Wir sind heute hier bei Inferno FC Nummer 4 und an meiner Seite der siegreiche Mensur Alic, der sich gerade gegen Fabio Qualati in einem sehr zähen Duell durchgesetzt hat, am Ende den Sieg geholt hat. Mensur, du solltest gegen ihn schon im Februar kämpfen. Jetzt habt ihr den Kampf hier bei Inferno nachgeholt. Wie war es für dich im Cage gegen ihn anzutreten? Ja, ich würde mich gleich am Anfang mal an ihn bedanken. Der Kampf war sehr hart. Der Junge hat ein sehr gutes Fairplay. Höchste Achtung vor ihm. Ich wollte mich bedanken. Der Kampf vorher ist nicht zustande gekommen. Er hatte einen Cut. Dann ist der Ding eingesprungen. Hilf mal kurz. Amilcar Alves. Alves ist eingesprungen. Leider habe ich gegen ihn verloren, unglücklich. Aber ich habe mir jetzt mit den Jungs geredet. Ich würde Amilcar fragen, ob er Bock hat, um diesen hier gegen mich zu kämpfen. Die haben gesagt, das würde klar gehen. Der würde einem von uns gehören. Machen wir das. Ja, also zum Verständnis für unsere Zuschauer. Die beiden, Mensur Alic und Amilcar Alves, haben im Februar bei der Westside Fighting Challenge in Dornbirn einen Contender-Fight gehabt, den Alves für sich entschieden hat. Und jetzt hat sich Mensur Alic hier heute bei Inferno FC quasi die Chance um den Titel und den Rückkampf auf Alves quasi verdient, wenn Amilcar Alves zustimmt. Also mit der Leistung heute, denke ich mal, ist es auf jeden Fall eine gute Herausforderung für ihn. Und dann können wir uns auf jeden Fall auf einen Rückkampf zwischen euch beiden freuen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir bleiben heute jetzt mal noch hier in Innsbruck. Fabio Qualati, ich habe es schon erwähnt, ein sehr zäher Gegner, der nicht ganz so viel Erfahrung hat wie du. Er hat, glaube ich, also nur einen Amateurkampf, der eingetragen ist. Wie hast du dich denn da auf ihn vorbereitet? Weil selbst der Amateurkampf war ja recht schnell vorbei. Ich habe von Fabio genau nichts gesehen. Es gibt, ich glaube, einen Kampf von ihm. Ich habe mich halt wirklich gut vorbereitet. Ich würde mich gern bedanken beim Gym 23. Ich trainiere mit Rakic, mit Philipp, Dominik Schober. Das sind alles große Namen, die sehr super sind. Das Team ist stark. Mit dem Team geht es nur abwärts. Der Rakic kämpft jetzt gegen Özdemir im Dezember. Da werden wir hart rangehen, alle miteinander. Wir können zwar nicht ganz mit ihm mithalten, aber wir können ihm schon ein bisschen Probleme machen. Also da werden wir alle topfit sein. Ich kämpfe auch im Dezember wahrscheinlich bei der AFC am 12. beim Nebil Sebei. Das wird auch ein Feuerwerk. Und was nimmst du für dich aus diesem Kampf heute mit für deine nächste Vorbereitung? Ja, ich werde mehr an meinem Stand-up arbeiten. Mein Ground Game war nicht so schlecht, aber die Submissions müssen besser sitzen. Es wird ein Gesamtpaket besser rauskommen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Im Kampf gegen Alves habt ihr euch beide irgendwann in einem Leglock gehabt. Heute hast du einen Spinning Back Elbow gebracht, hast danach mit einem Upwards Elbow angegriffen. Also die etwas spektakulären Techniken, die sind so deins, habe ich das Gefühl. Ja, die Varianten kommen halt so raus, wenn man mit diesen großen Jungs trainiert. Da muss man halt erfinderisch werden. Der Rakic sagt immer, Jungs, macht's. Seid erfinderisch und das versuchen wir alle. Was können wir dann für den nächsten Kampf von dir erwarten, technisch? Auf jeden Fall ein Spektakel, seid bereit. Ich würde mich auch noch gerne bei meinem Head Coach bedanken, Orlando Neto. Nicht zu vergessen, der ist jetzt nicht da, ich würde ihn reinholen, aber auf jeden Fall seit 10 Jahren mein Coach, danke. Ja, ich denke mal, damit ist für heute alles gesagt, Mensur Alic. Wir gratulieren dir nochmal zu deinem Sieg und ja, du hast zwar schon vielen Leuten gedankt, aber die letzten Worte an dieser Stelle gehören trotzdem noch dir. Jetzt hole ich meinen Apfelsaft. Danke dir. Glückwunsch. Danke. I'm getting down.